Moin, ich habe Kürbispüree oder Kürbismus eingekocht. Das ist total easy und das kann man für Suppen verwenden. Also kannst auch größere Gläser nehmen und dann einfach das nachher aufmachen und als Suppe weiterverarbeiten mit Kokosnussmilch oder. Du kannst davon ein Dessert machen oder ein Kürbisbrot oder Marmelade, wenn du jetzt gar keine Zeit hast zum Marmelade kochen und im Winter sagst du, oh, jetzt habe ich Zeit. Das ist total easy. Ich zeige euch das nach dem Intro, wie schnell das eigentlich geht und total simpel, ohne Gewürze, ohne alles, ist einfach nur das Kürbispüree. Ich habe Hokkaido genommen. Du kannst aber jeden stinknormalen Speisekürbis dafür nehmen. Das ist halt dann die Farbe, die variiert. Denn wenn du so einen Halloween-Kürbis nimmst, dann ist es eher gelblich oder so. Aber das macht nichts. Schmeckt alles lecker. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch nach dem Intro. Für alle, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, wenn ihr auch Bock habt, euch solche Vorräte anzulegen, wie im Hintergrund zu sehen, dann solltet ihr meinen Kanal abonnieren. Viel Spaß beim Nachmachen! Für das Kürbismus bzw. Kürbispüree brauchst du Kürbis, so viel du kriegen kannst oder so viel du verarbeiten musst. Ich schneide mir den Kürbis erstmal in kleine handgerechte Stücke und entferne die Kerne samt den Fasern. Dann entferne ich noch schnell die Schale. Auch wenn man bei dem Hokkaido die Schale mitessen kann, hatte mein Exemplar ein paar Schadstellen und die wollte ich nicht mit im Glas haben, da Kürbis und Zucchini ja sowieso immer ein bisschen zickig sind beim Einkochen und der Haltbarkeit, gehe ich auf Nummer sicher, wenn ich die Schale dann einmal entferne. Dann schneide ich den Kürbis in Stückchen und schnippel das alles in einen Topf. Zu den Kürbisstückchen gebe ich dann noch so viel Wasser, dass es fast bedeckt ist. Dann stelle ich den Herd an und lasse das 15 bis 20 Minuten köcheln. Nach dieser Zeit püriere ich alles ganz schnell, so dass keine Stückchen mehr vorhanden sind. Sollte dein Mousse etwas zu flüssig sein, kannst du das noch ein bisschen weiter köcheln lassen und einreduzieren. Jetzt fülle ich das Ganze schon ab und wichtig dabei ist, darauf zu achten, dass du 2 bis 3 cm unterm Glasrand bleibst, weil sich das Mousse beim Einkochen nachher nochmal ein bisschen ausdehnt. Wichtig ist auch, dass der Rand vom Glas sauber bleibt. Falls du ein bisschen gekleckert hast, wisch das einfach mit einem Zewa-Stück ab. In den Einkochtopf gebe ich dann nochmal einen Schuss Essig, damit es keine unschönen Kalkränder gibt. Wenn dein Einkochgut in den Gläsern heiß ist, dann brauchst du auch heißes Wasser im Einkochtopf. Ansonsten könnte es passieren, dass dir die Gläser kaputt springen. Dann kommt noch der Deckel auf den Topf und sobald das Wasser 100 Grad erreicht hat, kannst du deinen Timer auf 120 Minuten stellen. So lange braucht das Kürbispüree, um eingekocht zu werden. Nach den 2 Stunden müssen die Gläser aus dem Wasserbad rausgenommen werden und auf ein Tuch gestellt werden. Da bleiben sie 24 Stunden lang stehen und kühlen ab. Die Gläser werden in der Zeit nicht geschüttelt, nicht gerührt, nicht woanders hingestellt oder sonst was. Sonst kann es passieren, dass die Gläser kein Vakuum ziehen. Viel Spaß beim Nachmachen!